Und nun? Sei nett zu anderen Leuten auf der Insel, wenn du dann dich daneben benimmst. Hey, Koa, wie geht's? Es ist kompliziert. Was ist denn los? Ich habe Saimi gebeten, mir etwas zu geben, aber sie will nicht. Nun ja, wenn es nur mal ihr gehört. Aber es ist sehr wichtig. Und bevor sie es hatte, gehörte es meiner Großmutter. Ich verstehe, das ist kompliziert. Wie hieß deine Großmutter? Vielleicht steht etwas über sie in meinem Tagebuch. Yaya Haku. Aber jeder kannte sie als Haku. Lass mich mal nachsehen. Hannes. Hannelore Haku. Ja, hier. Hier steht, dass sie Kapitänin der Marine war. Sehr ernsthaft, aber mit einem Sinn für Humor. Und sie kochte fantastisch leckeren Fisch. Leckeren Fisch? Ich kenne das Rezept dafür. Du brauchst rote Flossenwels und kleingehackte Karotten. Dieses Gericht kommt ihm bekannt vor. Und bevor du ihn servierst, gibst du ein bisschen Orangenmarmelade darüber. Warte, Jaja hat mir dieses Rezept vor ein paar Jahren beigebracht. Aber mir hat eine Zutat gefehlt, weil ich nicht richtig zugehört hatte. Es ist Orangenmarmelade. Ja, weißt du nun, was du brauchst? Ja, ich muss dieses Gericht für Saimi kochen. Bis bald und so. Auf bald, Abenteuerin. Das ist ein Rezept leckerer Fisch. Koch ein leckeres Fischgericht für Saimi. Das wird sich hoffentlich umstimmen. Heimatinsel. Heute wird gekocht. Schlecht eingeparkt. Aber was so ist. Die Ananasbäume wachsen schlecht. Muss ich vielleicht noch ein paar Zutaten sammeln. Oder wir haben genügend. Mal schauen. So. Wie ich ja in seiner Art zu ist denn sein. Lecker Fisch. Warum ein Rotflossen willst. Ach du Schande. Und Orangenmarmelade. Orangenmarmelade. Da brauchen Orange und Zucker. Müssen wir nochmal nach Aquarius. Orangen kriegen wir hier. Auf der Insel. Zucker brauchen wir auch. Das, den Wels können wir vielleicht kaufen. Weil ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch geangelt krieg. Orangen. Das sind Orangen. Erstmal die Orangenlimonade, Marmelade herstellen. Zwei Orangen. Orangenmarmelade. Drei Orangen brauche ich dafür. Die dritte fehlt mir jetzt hier. Ja gut. Eichel. Der Soundtrack. Mein Vater hat es noch nicht erwähnt. Der Soundtrack ist auch lobenswert. Äußerst lobenswert. Ich hoffe, ihr seid Orangen, denn ihr seid Pfirsiche. Schade. Orange. Hier ist ein Orangenbaum. Sehr gut, meine Rettung. Habe ich jetzt zwei, drei Orangen? Drei Orangen. Sehr gut. Zucker hole ich mir aus Quillies. Schau mal, was da noch so alles holen kann auf dem Markt. Jo. So schaut's aus. Ich habe übrigens mittlerweile auf YouTube ein paar deutsche Let's Plays sogar gefunden, die bis zum Finale gehen, die das auch abgeschlossen haben. Ich habe irgendwann mal in einem Part gesagt, dass es da ziemlich wenige gibt. Es gibt auch ziemlich wenige, die Saman Mara zu Ende gespielt haben. Einige haben es angefangen als Let's Test und so, aber ja. Ein Zucker brauchen wir und eins Fisch. Okay, du verkaufst keinen Fisch. Du verkaufst hoffentlich den Fisch, den ich brauche.
Rotflossen willst, nehme ich. Ich verkaufe den Salat. Den ich nicht mehr brauche. Ganz bestimmt nicht. Rotflossen willst. So. Muss gerade mal nachgucken im Katalog. Jetzt brauchen wir noch Orangenmarmelade. Da brauchen wir Zucker für. Zucker. Sehr gut. Das müssten wir doch alles zusammen haben. Oder nicht? Orangenmarmelade. Sehr gut. Jetzt müssen wir es nur craften. Jetzt nochmal den Umweg um die Heimatinsel. Es klimpert schön im Beutel, obwohl ich kein Geld ausgebe. Gut, nochmal ein bisschen craften und dann hoffen wir mal, dass das dieser Imi gut stimmt. Ja, schlafen wir auch nicht schlecht, aber Orangenmarmelade. Und leckerer Fisch. Awesome. So. Was sagt die Quest? Sehr gut. Er spricht mit Akai und so weiter. Lassen wir jetzt mal liegen. Links liegen. So, alle Mann von Bord. Zurück geht's zu Saimi. Überreden Sie uns endlich mal, den letzten Kristall auszuhändigen. Es ist ja wirklich der letzte. Den von Donna haben wir ja schon. Brauchen wir nur noch den von Saimi. Dann haben wir alle zusammen und dann können wir das Tor öffnen zum Mittelpunkt des Ozeans. Und können schauen, was uns dort erwartet. Eine Geheimwaffe, die die Elites besiegen kann. Eine magische Kraft oder etwas, was alle freundlich stimmt oder so weiter. Das ist, ja, wir werden sehen. Ein Portal zu einer neuen Welt. Zusammen Mare 2. Oh, bitte nicht. Kapitel 2. Saimi, Saimi. Das riecht gut. Es kommt mir bekannt vor. Das ist das Fischgericht, das Haku mal gekocht hat. Wie schaffst du es bloß immer, mich neu zu überraschen? Warum hast du dieses Gericht gekocht? Ich habe es erst heute gelernt, wie man es so wie Yaya kocht. Hat Haku es auch für dich gekocht? Ja, sie konnte es sehr gut kochen. Siehst du, Haku ist nicht wirklich weg. Sie hat uns nicht verlassen. Sie ist immer noch hier bei uns. Hoffnungsvolle Musik im Hintergrund. Was hast du gesagt? Wenn du einen Baum fällst, dann pflanze einen Samen ein, damit ein neuer wächst. In Mara verschwindet niemals etwas vollständig. Vielleicht werden wir Haku nie wiedersehen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht mehr hier ist. Dieses Gericht war etwas, das uns an sie erinnert. So wie die Blume. Und so wie viele andere Dinge auch. Du brauchst den Kristall nicht, um sie in Erinnerung zu behalten. Weil sie immer noch hier ist. In dir, in mir. In Mond und Sternen. Und in jedem Tier. Was? Kur, wann bist du bloß so erwachsen geworden? Ich bin nur ein Kind. Hier, versprich mir gut, auf ihn Acht zu geben. Und dass du mich wieder besuchen kommst. Immer, Saimi. Du bist meine Freundin. Auch das klingt doch schon nach dem Abschied. Oder was? Du bist meine Freundin. An die Küste Maras werden seltsame Freundschaften geschlossen. Natürlich. Jetzt müssen wir nur noch den Piraten Bescheid sagen. Kristall. Rufe die Piraten zusammen, um den Angriff auf die Elites zu starten. Machen wir das zuerst oder setzen wir zuerst den Kristall ein? Ich fürchte, wir machen das zuerst. Erst den Angriff starten und dann den Kristall einsetzen. Jetzt bin ich auf der Heimatinsel. Ach, verdammt.
verbotene Felsklippe. Die zwei Kristalle behalte ich erstmal bei mir. Hoffentlich werden sie uns nicht abgenommen. Piraten. Hallo. Hallo, kleines Schiffsmädchen. Wir brauchen eure Hilfe. Sofort. Wir müssen die Iliz angreifen, bevor es zu spät ist. Ich bin dafür, ihr zu helfen. Endlich ist sie dafür. Nezu, du hast die Kanone bereit. Allzeit bereit. Richtig, Akai. Akai? Was machst du hier? Gar nichts. Ich reise hin und wieder an Nezus Seite. Mara ist wunderschön, weißt du. Und in Gefahr. Wirst du mir helfen? Natürlich. Wir lassen dich nicht hängen, Kor. Gut. Ich werde euch über Funk auf den Laufenden halten. Ich habe aber kein Funkgerät. Früher brauchten wir auch kein Funkgerät. Wir haben über Kanonenschüsse miteinander kommuniziert. Oder auch mit Briefmöbeln. Wie kann ich euch dann erreichen? Keine Sorge, Kor. Ich kümmere mich um eine Funkverbindung. Du kannst beruhigt losfahren. Vielen Dank. Ich werde auf meiner Insel auf euch, auf die Iliz warten. Und dann werde ich es ihnen zeigen. Aha. Auf meine Insel. Apropos, lasst es uns in eine andere Richtung versuchen. Wir haben keine Karte. Und könnten uns verirren. Aha. Findest nicht mehr nach Hause zurück, oder was? Jetzt hängen wir hier fest. Na toll. Im Menü festgehangen. Eine tolle Wurst. Das kann ich nur hoffen, dass wir in die richtige Richtung segeln. Nach Süden müssen wir segeln. Vielleicht klappt es sich wieder zu. Tut es nicht. Na toll. Ah, okay. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir es doch. Haben wir sie zugekriegt, die Karte. Ich mache sie gleich wieder auf. Einmal nach Süden und dann nach Westen, nee, nach Osten. Dann segeln wir jetzt zurück. Rudern wir zurück. Wir haben gar kein Segel. Schnellreise ausgeschlossen. Einmal nach Osten. Das können wir noch mitnehmen. Na, wenn das jetzt nicht Finale, das jetzt nicht das Finale ist und jetzt uns jetzt hier nicht zur Sache geht, wenn wir auf unsere Heimatinsel kommen, da die ganzen Elites schon sind. Ich bin gespannt, was hier gleich vor sich geht. Resort Island. Heimatinsel ist im Osten. Okay, einmal noch Richtung Osten. Und dann sind wir gleich schon da. Zu Hause. Daheim. Können wir unsere zwei letzten Kristalle einfügen. Und schauen, was sich hinter dem, hinter der Wand, Steinwand verbirgt, die ganze Zeit dort gestanden hat. Heimatinsel. Noch einmal im Boot schlafen. Halte ich nicht für verkehrt. Was denn? Na, Papa will mir was sagen. Ja, wir müssen Akai und die Piraten informieren. Nezu, Herr Echo, Regatta, Eretti, Alarm. Seid ihr da? Es ist Zeit für den Angriff. Alarm. Nein, Auszweige. Auszweige. Falscher Film, falsches Spiel. Nicht hier. Jugendfreies Spiel. Schnell. Ich hoffe, Sie haben es gehört. Lass uns zum Tor gehen, Apropos. Diese Elites. Öffne das Tor, der Wächter. Ach, und wer bist du? Ein Wächter oder was?
Watzeback. Heimatinsel. Ich hab Spiel kaputt gemacht. Haben wir schön Bildschirmschoner. Wenn ich jetzt das Spiel verlasse. Machen wir gerade mal. Ich habe das Spiel gecrashed kurz vorm Finale. Und wo sind wir jetzt? Aha. Hier sind wir. Alles Fragezeichen. Spiel ist kaputt. Wir müssen nach Osten. Okay. Alles ist lila. Alles ist kaputt. Und jetzt das ganze Meer ist violett. Auf unserer Insel haben sie auch schon was gebaut. Haben sie auch schon eine Ölinsel. Was zum... Spiel. zurück nach Quelis. Ja gut, bringen die Kristalle in das Escape kann ich nicht mehr drücken. Na, schöne Scheiße. Kor ist unsichtbar. Spiel verlassen. Haben wir das Spiel kaputt gemacht. Eigentlich sollten wir jetzt, obwohl das Spiel denkt, wir sind auf unserer Insel. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch zum Dingens laufen. Dass es davon online Spielstände gibt, die man sich runterladen kann. Schnellreise wird jetzt nicht mehr gehen. Versuchen wir nicht zu unserer Insel zu reisen. Nach Norden oder nach... Da ist die verlorene Insel. Nach Norden, zwei nach Norden und einmal nach Westen. Versucht das irgendwie zu fixen, ich meine. Nicht auf zu unserer Heimatinsel. Der Questlog können wir gerade auch nicht öffnen. Wir sind im Finale stecken geblieben. Schönes Finale. Zur Pirateninsel. Versuche ich mal dorthin zu kommen. Vielleicht habe ich es mir durch die ganzen Schnellreisen kaputt gemacht. Ich bin halt zu oft in die Schnellreisen gefahren. Na, dann jetzt auch zum Finale nochmal, weil ich schnell zurück zu meiner Insel. Ich habe es vielleicht ein bisschen selbst zu verantworten. War ein bisschen faul und habe manche Wege vergessen. Verbotene Felsklippe. Okay, hier ist keiner. Okay. Zurück zur Heimatinsel. Alles Fragezeichen. Wir dürften gar nicht auf dem Meer sein. Das Spiel ist gecrashed. Das ist. Die Map ist aber eigentlich nicht mehr öffnenbar. Versuchen wir jetzt mal nach Süden und dann nach Osten. Ich versuche mal an der Insel vorbeizufahren. Ganz nach Süden und dann von Süden nach Norden zu kommen. Ich kann hier nur verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Es war doch auf jeden Fall nicht normal, dass wir da nicht mehr rankamen. Vielleicht liegt es wirklich dran, dass wir schon auf der Insel waren. Oh, hier haben wir. Und den Kollegen. Gib niemals etwas her, ohne mindestens 20% des Werts Gegenleistung zu bekommen.
Ja, na dann, war es das mit Samanmara oder was? Bitte nicht. Zwei südlich. Haben wir es vergeigt. Und mit Autosave ist dann auch alles kaputt. Wir haben hier keinen Spielspeicherstand, wir haben nichts, wo wir auch irgendwie zurückgreifen könnten. Spiel speichert automatisch. Das Spiel verlassen und so weiter, das ist. Ich kann nur immer und immer wieder versuchen, hier zur Insel zurückzukommen. Ich versuche das irgendwie. Auweia. Habe Spiel kaputt gemacht oder was? Jetzt noch einmal nach Süden, nach Westen und Osten und dann einmal. Oh Mann, bitte nicht. Ja, wenn nicht, dann, wie gesagt, es gibt Videos mit dem Finale drauf, dann gibt es gleich ein React to. Schneide ich euch Videomaterial von wem anders rein und dann schaue ich mal, wie ich das hinkriege. So, wir sind jetzt direkt unter unserer Heimatinsel. Einmal nach Norden und dann. Ich hoffe, dass wir das hier irgendwie hinkriegen, jetzt auf unsere Insel zu kommen. Hier steckt nur fest. Oh Mann. Ja, hier sehen wir ein wunderhübsches Bild von einer Bohrinsel direkt vor unserer Insel. Da wird es jetzt storytechnisch richtig zur Sache gehen. Oh Mann. Okay, wir haben hier ein Let's Play von einer deutschen YouTuberin, Yummy Peachy Pie. Grüße gehen raus. Die ist hier seltsamerweise auch auf der Insel aufgewacht, wie ich das bin. Da muss ich mir gerade mal gucken. Wo bin Grüße ich gehen hier? raus. Props Habe ich an nicht gespeichert? sie hier. Etwas Interessantes wird bald passieren. Na dann. Wieso Spiel? Wieso? So, meh. Gut. Wo kann ich denn jetzt hier? Ich habe gerade null Orientierung. Ah ja, hier. Okay, wenigstens kommt sie wieder zurück auf ihre Heimatinsel. Tada! Alles klar. Dann legen wir mal an. Oh Gott, das ganze Meer hier sieht so komisch aus. Hi, Napopo. Okay. Ja. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Oh, lecker. Bei ihr sieht es Da natürlich gucke schön ich aus mal auf der ganz Insel. kurz. Ich möchte mir. Ich habe es halt durch das Schlafen, durch das. Ja, durch 23:30 genau das. Ich habe es halt durch das Schlafen auf dem Boot, habe ich es verkackt. Weil dann durch das Schlafen auf dem Boot wurde das getriggert, dass ich dann das Napopo dann reagierte. Oh, da passiert was und ich war halt noch auf dem Boot und das hat das Spiel nicht gepackt. Das war bei mir. Ja, genau das hier. Napopo. Okay, Akachi? Ah, wir müssen Akachi und die Piraten informieren. Lizio, Herr Eko, Regatta, Iriti. Alarm! Seid ihr da? Es ist Zeit für den Angriff. Schnell! Ich hoffe, Sie haben es gehört. Lass uns zum Tor gehen, Napopo. Diese Elites. Oh, wer ist das denn? Das Öffne Tor das der Tor der Wächter. Wächter. Okay. Ja, heute mit Hier geht jetzt gerade richtig Kommoderation. was ab. Oh mein Gott. Von mir. Da oben, da, das sieht etwas mächtiger aus. Ja, muss ich heute improvisieren. Okay, es ist spät Kommoderation in der Nacht. von Wird dieser das ein mächtiger YouTuberin. Angriff werden? Ich weiß es nicht. Gut, los geht's. Mal Heute gucken, ob zu hier zweit unten was los moderiert. ist. Irgendjemand. Ja, dort haben sie sich schon versammelt. Hi. Was macht ihr hier? Ach, das ist das Kind, von dem ich dir erzählt habe. Muss ich mal Ich ausnahmsweise verstehe. nicht vorlesen. Mein Name ist Auch gut. von Erne Bolgost. Ich bin der Baron des edlen Geschlechts der Diva. Lady Shen hat mir erzählt, dass diese Insel dir gehört. Stimmt das? Ja. Ich glaube, jetzt ist klar, dass das nicht mehr der Fall ist. Die Insel gehört nun den Elites unter meinem Befehl.
Sie birgt eine mächtige Energiequelle. Ich fürchte, du wirst von ihr wegziehen müssen. Für die entstehenden Unannehmlichkeiten können wir dir natürlich kannst du sonst eine Entschädigung zahlen. Kein Interesse, danke. Unannehmlichkeiten. Wenn du unser faires Angebot nicht annehmen willst, werden wir zu anderen Mitteln greifen müssen. Na Popo, lass sie gehen. Ich dachte, ich hätte all diese lästigen Kreaturen schon erledigt. Aber wie ich sehe, ist noch eine übrig. Lady Shen, kümmere dich um sie. Nein, nicht nach Popo. Ja, Herr Baron. Entweder verschwindest du jetzt von hier oder wir lassen dich verschwinden. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Das ist meine Insel und ich werde sie vor Leuten wie dir beschützen. Deine Sturheit ist unbegreiflich. Wir sind der Fortschritt. Wir sind die Zukunft. Du kannst uns nicht aufhalten. Das sagen sie alle. Ich bin viele Jahre gereist, um diesen Ort zu erreichen. Komm ja nicht näher. Ich verbiete es dir. Was? Wer bist du? Warum bist du hier? Ich bin Koa, die Wächterin meiner Insel. Wächterin? Du bist nur ein frisches Kind. Ein Quälgeist. Törichte Menschen wie dich treffe ich mir auf jedem Planeten. Du bist ein Niemand. Du bist ein Nichts. Du bist nur Staub im Wind. Ach, wenn du dich gegen Macher stellst, dann wirst du zu Staub werden. Es spielt keine Rolle, was du sagst. Ich werde diesen Ort verschlingen. So wie schon viele vor ihm. Und ich werde immer weitermachen für die Ehre der Elites. Nix da. Ja, euer Meer ist doch nur eine Ressource. Und ihr lasst sie ungenutzt. Mara ist ein Ort voller Leben. Allerdings und das meine Insel. Wir verdanken ihm alles. Ich werde dich zerstören, hörst du mich? Und wenn ich mit dir fertig Baron bin, der Zerstörer. Werde ich deine Insel verwüsten. Und dann alle Inseln in diesem Meer. Na, du niemand alter Zerstörer. Wird mehr im Leben sein, um dich, um sich an dich oder deine Vorfahren zu erinnern. Oha. Nur ein großer violetter Fleck würde zurückbleiben, alle Erinnerungen beraubt. Weltzerstörungsfantasien. Das wird Mara nicht zulassen. Halt den Mund. Halt den Mund. Ja, halt den Mund. Herr Baron? Jetzt rede ich. Schon gut. Du kannst nicht einfach ein Meer aus reiner Selbstsucht zerstören. Ich kann tun und lassen, was ich will, Kind. Fink, zerstöre sie alle. CB, mach sie kalt. Los. CB! Ich kann das nicht. Wie bitte? Seid ihr alle verrückt geworden? Fink, wer ist ja verrückt geworden? CB, gehorche mir und tu es. Es tut mir leid, Lady Shen, Herr Baron. Chor, lauf zum Tor. Öffne das Tor, ja, mein Freund. Der Kristalle. Nichts. CB war noch loyal. Ja, freundlich. Fink, töte diesen Arbeiter. Nein, CB! Lauf und öffne das Tor, Chor. Ah, oh nein, dies ist mein CB. Geschenk. Oh, CB, er opfert sich. Der Beste. Ein Opfer für uns. Was geschieht? Was? Was läuft hier? Attacke! Uwei. Die Bauinseln zerstört. Mara gerettet. Ja. Schön. Ah? Hier findet noch was mit Napopo statt. Nach dem Ende. Und du für immer bei mir bleiben? Ich habe mit ihm geredet. Napopo für immer bei uns. Mara hat mich gebeten, seine Wächter zu sein. seine Wächterin zu sein? Sein Wächter? Ich weiß es nicht. Ich habe eingewilligt.
Aber mit einer Bedingung. Mara würde mich nicht auf dieser Insel festhalten. Genau. Wir werden für immer unterwegs sein. Um uns um Mara kümmern zu können, müssen wir jeden Winkel kennen. Komm, ich bin mir sicher, es gibt etwas zu ernten. Und falls nicht, dann können wir ein paar Wassermelonen anpflanzen. Hättest du Appetit auf welche? Ja, sie sind echt lecker. Und wir erkunden weiter die Ozeane. Wir könnten dann Wassereis machen. Wir brauchen nur Eis. Echt, Kapitänin, unterwegs. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee. Komm, Napopo. Heute ist ein schöner Sommertag. Kümmere dich gut um Mara. Ich glaube, schöne letzte Quest. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war irgendwie nicht ganz eindeutig, was passiert ist. Aber okay, gut. Dann geht's gerade mit Mara ganz gut. So. Und mit dieser herben Enttäuschung, Copyright, Trademark, Leute. Ja, starten wir die Credits. Die werden doch wohl noch gehen. Na dann. Danke an die YouTuber, deren Namen ich noch nicht vergessen, die ich nicht vergessen habe, die ich schon vergessen habe, aber hier gerade einblende. Bestimmt gerade einblende. Danke ans Nicht-Claimen. Bitte danke dafür, dass ich das Finale des Spiels in dieser Weise irgendwie zeigen konnte. Es ist jetzt zum Ende ziemlich blöd gelaufen. Eine herbe Enttäuschung gewesen. Es ist jetzt, ja, ich hätte es auch zu gerne noch gespielt und selber den Text vorgelesen und selber dann nochmal durchgelaufen, durch das nochmal miterlebt und so weiter. Ja, gut, trotzdem, das soll jetzt nicht den Rest des Spiels in den Schatten stellen. Es waren ja, wie viele Parts jetzt bestimmt? Über 40 Parts, die wirklich awesome waren, die wirklich spitze gelaufen sind. Naja, spitze. Die wirklich nicht gecrashed waren. Das ist jetzt, das soll jetzt hier seht, vielleicht ein bisschen, vielleicht könnt ihr ein bisschen drüber wegsehen. Das ist, also ich habe da, es war, wie schon gesagt, das war mein Fehler da, kurz vorher noch zu schlafen und dann habe ich das die Zeit verkackt, da habe ich Zeit aus dem an den Blauen. This game wouldn't possible without our Kickstarter backers. Ja, Kickstarter-Leute waren noch mit dabei. Ja, Fazit habe ich ja schon gesagt im vergangenen Parts in dieser Aufnahme. Ein wundervoller Soundtrack, kann man noch mal sagen. Sternchen, kleiner als Doppelpunkt, 3, Klammer zu. Schöner Name. Ja, nimmt's mir nicht zu übel. War ein tolles Spiel. Hab ich gerne gespielt. Ich hoffe, ihr habt gerne zugeschaut. Und ich hoffe, das war eine Lösung. Wie wir jetzt. Oh, Sprites hier noch am Ende so ein bisschen. Tolle Artworks. Artworks, keine Sprites. Ah, Fanmates wahrscheinlich. Fanarts, wie es ausschaut. Ist doch toll. Ich hoffe, ihr reißt mir jetzt nicht dafür den Kopf ab, aber ja, es ist irgendwie. Ja, es war jetzt der einzige Weg, der jetzt wirklich möglich war, dass ich das Finale zeigen konnte. Das Spiel ist auch gecrashed, ich kann jetzt nicht mehr weitermachen. Das ist also die Insel verschönern. Das ist jetzt für mich gelaufen. Ich kann das, kann auch nicht nochmal neu anfangen. Ich kann jetzt nicht mal nicht neue Sachen anpflanzen. Ich kann das Spiel, das Let's Play ist hiermit zu Ende. Traurig, aber trauriges Ende, aber dies, dafür kriegt er jetzt diese Artworks, diese Fanart. Thank you so much. Das sieht ja wirklich toll aus. Ich bin jetzt hier. Großartiges Spiel, kauft es euch. Das ist eine Kaufempfehlung von mir hier wirklich. Das ist, es hat so seine Marke an manchen Stellen. Gut, es ist ein Indie-Game. Ich habe viel gemeckert im Let's Play. Letztendlich, es ist nicht Nintendo. Bei Nintendo würde ich jetzt sagen, also wenn es ein Super Mario-Spiel wäre, wenn das neue Super Mario-Spiel wäre, da würde ich jetzt hier schon sagen, also
Finger weg davon. Wenn das so eine große, wenn es Ubisoft oder Nintendo wäre oder was, die können sowas, dürfen sich sowas meiner Meinung nach nicht erlauben, aber ist ein Indie-Studio, das macht für mich, das ist, ja gut, das, ja. Ihr wisst, wie ich es meine. Da verschwinden fast schon die Marke, die das hat für mich, das ist, da kann ich ein Auge zudrücken, das ist für mich bei so einem kleinen Entwicklerstudio, kleineren Indie-Games. Ich kann mal ein Auge zu und sag, ja. Entspanntes Meeresrauschen im Hintergrund. Und da sind die ganzen. Ich wollte gerade Patreons sagen. Im Prinzip ist es ja dasselbe. Hier Kickstarter, die Kickstarter-Leute. So viele haben da gespendet. Das Geld hat sich gelohnt, was man da reingespendet hat. Ja. Xenos of Mara. Die Beta-Tester wahrscheinlich. Da mich nach oben soll es euch trotzdem irgendwie gefallen haben, sollte jetzt das Finale nicht zu herb enttäuscht haben, dass ihr euch nicht zu extrem gefrustet haben. Betraurig, das nicht selbst gemacht zu haben. Aber Schwamm drüber, Fragezeichen, Schwamm drüber. Ausrufezeichen. Ja. Hier nochmal die wundervollen Artworks. Ja. Und die Charaktere, da muss ich auch sagen, wirklich, also geile Sache. Die Koa, die, ja, es gab ein paar fiese Charaktere mit dabei, aber das, umso besser macht's. Das ist ja umso schön. Hier das Bild hier, das ist die Marine hier. Mit dem. Die. Ja, die Saimi, die. Die. Komm schon. Die ganzen. Altes Bild. Ja, thank you so much. Das ist ein gutes. Ein gutes Bild. Zum Schluss. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeibleiben, danke fürs mir nicht den Kopf abhacken wollen für dieses Ending. Danke fürs Unterstützen mit jedem Kommentar, mit jedem Daumen nach oben. Das ist ein Projekt, in das ich wirklich viel Herzblut einfließen habe lassen. Das ist, wo ich wirklich, naja gut, viel Herzblut, ey, kann man jetzt so ein bisschen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe so ein bisschen mit Feld bearbeiten und so weiter, da hätte man ein bisschen mehr machen können, aber ja, das bin ich auch nicht. Da bin ich irgendwie nicht. Haben wir schon drüber geredet. Ist grundsätzlich nicht so mein Ding. Die Charaktere hier, der Napopon hier, der Unzu, das ist, werde ich immer in Erinnerung behalten. Das ist wirklich, das ist ein Stück Abenteuer, was in Erinnerung bleibt. Das bleibt auf jeden Fall. Den Napopon habe ich auch schon auf meinem Kanalbanner verewigt. Das ist. Kann man zufrieden zurückblicken und sagen, ja, das ist. Hat wirklich überrascht auch an allen Stellen. Das ist. Die Piratenbande, das ist wirklich. Props an den Charakterentwickler, der sich die Charakter ausgedacht hat. Diese Charaktere, das ist. Da fehlen mir mal die Worte. Das ist. Und die Credits sind immer noch nicht vorbei. Das sind alles die Unterstützer, die. Alles die Leute, die gespendet haben und geholfen haben, das zu finanzieren. Auf Kickstarter das Ganze. Normalerweise hast du ja bei Indie Games eher kürzere Credits, die so ein bisschen
dann doch nach 2, 3 Minuten vorbei sind. Ich ziehe das jetzt durch, das wird dann ein eigener Part. Ein Credits-Part. Naja, schauen wir mal, wie das reinschneiden. Naja, ansonsten sage ich jetzt hier schon mal: Habt noch einen angenehmen versehenen Tag. Wir sehen uns im nächsten Let's Play auf diesem Kanal wieder. Im Anschluss kommt. Anschluss an. Nicht im Anschluss an diesen Part, aber. Die. Dass die Jaja als Marineoffizier auf ihrer Kapitänin auf dem Boot. Ich finde das so geil. Fanarts, es ist so toll. Bin begeistert. Würde es fast gern noch mal privat spielen, aber gut, jetzt habe ich das Spiel gecrashed. Fast schade, dass das nicht normal machen darf. Naja, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Wir sehen uns im nächsten Let's Play Projekt auf diesem Kanal wieder. Morgen um 10 kommt was Neues. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Ich brich das jetzt auch hier ab. Sorry an all die Sponsoren und Kickstarter-Unterstützer, die jetzt hier nicht mit in meinem Video genannt sind, wie ich jetzt ab. Weiß nicht, vielleicht hat sich es auch schon wiederholt, vielleicht habe ich es nicht mitgekriegt und die werden hier dauerhaft lang gescrollt und ist eine nie endende Schleife. Ich habe es schon. Hab schon 50 Mal langlaufen lassen. Ja, ich brich das hier gerade mal ab und sag bis dann und ciao. Man sieht sich.